Und von der Theaterbühne wechseln wir zum Film. Luzern hat seit diesem Jahr das erste Mal ebenfalls ein Filmfestival. Gestern ist im Casineum der Startschuss zum ersten Lucerne International Film Festival LIFF gefallen. Der Filmemacher und Programmdirektor vom LIFF, Andi Attenhofer, ist überzeugt, dass nach all den Städten, die bereits ein Filmfestival haben, Luzern auf der Liste noch gefehlt hat. Das Ziel von dem LIFF, das ist natürlich, um hier in der Innerschweiz endlich ein internationales Filmfestival zu haben und auch mal ein bisschen ein anderes Filmfestival, wo so wirklich gute Geschichten und coole Filme aus der ganzen Welt an das Filmfestival bringt und jetzt nicht nur grosse, berühmte Hollywood-Filme, sondern wirklich auch die kleinen Filme, denen eine Chance geben, wo gute Geschichten erzählen und wirklich super sind. Die Perlen haben wir gefunden und die wollen wir zeigen. Unter Besuchern haben sich auch bekannte Gesichter aus der Schweizer Schauspielszene gemischt. Der Schild Judy freut sich über das Filmfestival. Ja, das belebt Kultur in Luzern. Also, dass jede Veranstaltung, die irgendwie das Filmwesen in der Schweiz propagieren und bekannt machen, ist unterstützenswert. Der Filmexperte Philipp Bortmann findet die Idee vor allem mutig. Ich kann mir sehr gut vorstellen, aufgrund von meiner Erfahrung, die ich mit anderen Filmfestivals weltweit habe, dass es sehr schwierig ist, so etwas auf die Beine zu stellen, so etwas zu finanzieren, tolle Filme rüberzukommen und auch tolle Gäste rüberzukommen. Von dort her muss ich sagen, Achtungserfolg und Hut ab. Und das wäre ein Filmfestival ohne Schweizer Filmpremiere. Gestern ist im Luc Gasser sein Film «Bodmers Reise» präsentiert worden. Das LIFF Lucerne International Film Festival geht noch bis am Samstag. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, bis nächste Woche. Ade miteinander.